Die Rubinie, ein Baum der Extreme. Welche Stärken hat der Baum? Welche Schwächen? Wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran. Guten Tag. Ja, heute mal ein neues Format. Heute möchte ich euch die Rubinie ein Stück näher bringen. Die Rubinie wurde vom Naturschutzbund Deutschland, NABU, zum Baum des Jahres 2020 gewählt. Zunächst möchte ich in dem Verlauf des Videos allgemein auf den Baum eingehen. Wo kommt er her, beziehungsweise wann wurde er eingeführt? Was kann der Baum? Welche Möglichkeiten hat er? Anschließend wollen wir mal auf das Holz an sich angehen, wie sich das bearbeiten lässt, was wir für eine Oberflächengüte beim Drechsler rausbekommen können. Ja, die Rubinie ist kein einheimischer Baum. Diese wurde im Jahr 1601 von John Robin in die EU eingeführt. Deswegen auch der Name Rubinie. Im Jahr 1670 kam der Baum nach Deutschland und macht aktuell einen verschwindend geringen Anteil an deutschen Wäldern aus, ca. 0,1%. Die Rubinie hat die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Stickstoff selber herzustellen. Das Ganze macht sie mit Hilfe von Knöllchenbakterien an den Wurzeln. Die Rubinie ist widerstandsfähig gegenüber Trockenheit, gegenüber Luftverschmutzung und gegenüber Salzbelastung. Weiterhin ist die Rubinie eine Bienenweide. Bienen fliegen auf die Rubinie sozusagen und machen circa 1 bis 1,5 Kilo Honig pro Baum. Ich habe mich mal aus meiner Höhle gewagt. Man muss ja heutzutage aufpassen. Influencer. Überall. Und hier eine Nahaufnahme von einem jungen Hüpfer. Das ist natürlich nicht das Exemplar, was ich gerade draußen gezeigt habe. Ich habe die nicht vom Nachbarn gefällt. Auf jeden Fall, die Rinde hier, die ist noch nicht so stark gefurcht. Und wir haben hier bereits einen Durchmesser von knapp 11, 12 cm bei einem Alter von knapp 8 Jahren, würde ich hier sagen. Das Holz der Rubinie wird in manchen Ländern, in Ungarn zum Beispiel, als Brennholz verwendet. Wächst sehr schnell, ich meine sogar schneller als die Fichte, bei einem höheren Heizwert. Und auch da kommt die Rubinie sehr gut zum Einsatz. Die Rubinie wird häufig verwechselt mit der Akazie, deswegen nennt man sie auch oft Scheinakazie. Aber unterscheiden kann man diese Pflanzen relativ einfach. Eine echte Akazie wird ca. 1,5 Meter groß und eine Rubinie ca. 20 Meter groß. Die Rubinie ist gekommen, um zu bleiben. Wenn sie einmal eine gewisse Stärke erreicht hat, dann wird man sie kaum wieder los. Wenn man den Baum fällt, dann kommt er wieder nach, entweder dort, wo der Stamm sich befunden hat, oder dort, wo sich die Wurzeln befinden. Aus den Wurzeln kann sie auch austreiben. Man nennt das Ganze auch Wurzelbrut. Aber genug zu dem Thema. Wir sind keine Botaniker, wir sind Handwerker. Wir möchten etwas machen aus dem Holz. Jetzt kommen wir zu dem Holz an sich. Das Holz der Rubinie ist unfassbar widerstandsfähig. Ich blende euch mal eine Grafik ein und zeige euch, was das Holz alles drauf hat. Sämtliche mechanischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit überragen die Werte der uns bekannten einheimischen Holzarten, auch die von der Eiche. Weiterhin ist die Dauerhaftigkeit des Holzes, also die Fähigkeit gegenüber holzzerstörenden Pilzen zu widerstehen, übersteigen die der Eiche um Längen. Ja, dadurch, dass das Holz so widerstandsfähig ist, kann man das auch direkt im Außenbereich einsetzen. Man braucht dann nicht erstmal das Ganze mit chemischen Mitteln vollzupumpen. Das kann man direkt hinstellen und dann wird das Jahrzehnte halten. Das verwendet man übrigens häufig beim Bau von Spielplätzen. Und so sieht die Rinde einer ausgewachsenen Rubinie aus. Diese ist stark gefurcht und braun-grau gefärbt. Vorsicht bei der Rinde, diese ist nämlich giftig. Davon solltet ihr nicht naschen. Ja, ist denn das Holz der Rubinie giftig? Ich habe das ganze Internet durchforstet und konnte keine definitive und eindeutige Aussage dazu finden. Trotzdem würde ich jetzt nicht empfehlen, aus der Rubinie Suppen zu löffeln, wenn, dann nur für trockene Lebensmittel wie zum Beispiel Nüsse. Ja, wie man hier sieht, ist die Maserung der Rubinie eine ziemlich lebendige und sehr kontrastreich. Ich sprühe das mal ein bisschen mit Wasser ein, vielleicht kann man das dann noch besser sehen. Ich habe mal die Jahrgänge gezählt. Dieser Baum wurde knapp 60 Jahre alt, bei einem Durchmesser von knapp 50 Zentimetern. Das ist das gehobelte Exemplar, was ich vorhin gezeigt habe. So würde das aussehen. Und wenn man das Ganze nässt, würde das folgendermaßen aussehen. Ja, man sieht, das Wasser dringt da kaum ein. Das ist unfassbar. Das bleibt da richtig drauf stehen. Wahrscheinlich, weil es auch mit einem scharfen Messer gehobelt wurde, natürlich. Kommen wir zu dem Drechseln.
Diese Schale hier habe ich aus dem Robinienholz gedrechselt. Ich musste erstmal eine Feststellung machen, und zwar, das Holz war nass, also feucht, frisch gefällt. Es hat aber überhaupt nicht gespritzt, wie normalerweise üblich. Also irgendwie hat der Baum die Fähigkeit, das Wasser zu binden, oder hat an sich eine relativ geringe Holzfeuchte. Wenn ihr das im trockenen Zustand drechselt, dann solltet ihr den Schleifbock nicht allzu weit, oder das Schärfsystem, nicht allzu weit wegstellen, denn dann müsst ihr alle 5 Minuten ran, um überhaupt Späne zu erzeugen. Sonst produziert ihr Staub und kommt nicht wirklich vorwärts. Diese Schale habe ich hier geflammt, gebürstet und im Anschluss mit Bienenwachs poliert. Solche wunderschönen Objekte kann man aus dem Robinienholz herstellen. So, schauen wir mal, was wir oberflächentechnisch aus der Robinie alles rauskitzeln können. Leute, ist das nicht der Hammer? Als hätte ich hier ein Stück Gold. Unfassbar. Ist natürlich Geschmackssache, so eine Hochglanzoberfläche, aber ich finde sie geil. Beizen lässt sich die Rubini auch richtig geil. Ja, diese beiden Nüsse hier habe ich komplett aus Rubini gedrechselt. Wobei der Grundkörper in Rubini Natur ist und der Kopf oder der Hut in gebeizter Ausführung. Den hier habe ich leicht angeschliffen und den habe ich so gelassen. Ja, was ist Beizen? Das ist ein separates Thema. Die Mischung hier, oder die Beizmischung, habe ich selber hergestellt. Und wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, ist ein etwas umfangreicheres Thema. Dazu gehen wir dann später in einem separaten Video ein. Aber Beizen lässt sich die Rubinie auch wunderbar. In den letzten Jahren haben wir ja ganz schön mit Trockenheit zu kämpfen gehabt. Viele Bäume gehen kaputt, der Borkenkäfer tobt sich so richtig schön aus und greift die geschwächten Bäume an. Für die Rubinie kein Problem. Weiterhin haben wir ja das altbekannte Thema, das Bienensterben. Und auch hier kann die Rubinie ganz gut unterstützen. Wir wollen natürlich auch weg von dem chemieimprägnierten Holz. Und auch hier kann die Rubinie ganz guten Ersatz schaffen. Weiterhin haben wir natürlich das Thema Tropenhölzer. Wir wollen keine Tropenhölzer benutzen, deswegen auch hier die Rubinie. Ein Denkanstoß. Vielleicht sollten wir mal dem guten alten Robin mal eine Möglichkeit, eine Chance bieten und ihn zum Zug kommen lassen. Ich bin natürlich kein Botaniker, ich bin auch kein Forstwirt. Die Rubinie hat natürlich auch einige Nachteile. Die Rinde ist giftig und an sich Einsatz von Bäumen aus anderen Regionen ist so eine Sache. Aber Frankreich macht es bereits seit längerer Zeit und Ungarn macht es bereits seit längerer Zeit. Vielleicht kann man von denen lernen und die Rubinie auch hier irgendwie mit einsetzen. 0,1% in Deutschland aktuell eingesetzt, die Rubinie, das ist vernachlässigbar. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tolle Wurst. Das kriegt das nicht mehr ab.